Hi zusammen, hier ist wieder Christian und heute packen wir mal eines der interessantesten Smartphones aus dem ersten Quartal 2015 aus, nämlich das LG G-Flex 2. Das wurde ja schon vor einigen Wochen auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Jetzt ist es auch in Deutschland gelandet und was das Gerät so kann, das zeige ich euch nach einem ganz kurzen Intro. Dann werfen wir einen Blick auf die Verpackung, in die Verpackung und ich werde ein paar Worte zu den technischen Daten los. Viel Spaß, gleich geht's los. Zu Beginn werfen wir natürlich erstmal einen Blick auf und rund um den Karton und an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an sparhandy.de, die mir dieses LG G-Flex 2 zur Verfügung gestellt haben. Auf der Vorderseite finden wir natürlich erstmal die Namensbezeichnung, nämlich LG Electronics als Hersteller dieses Gerätes und G-Flex 2 als eigentliche Namensgebung. Und überall dort, wo es eine 2 gibt, gibt es logischerweise auch eine 1, denn das LG G-Flex der ersten Generation wurde bereits im vergangenen Jahr, nämlich 2014, vorgestellt. Entsprechende Videos findet ihr natürlich bei uns auf dem Kanal. Großer schwarzer Punkt, ringförmiges Muster auf der Vorderseite. Auf der linken Verpackungsseite haben wir das LG-Logo mit dem Slogan Life's Good. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann erste Produkthinweise, nämlich zum einen, dass wir das Gerät hier in Titan Silver haben. Das ist ein Anthrazitton, also nicht ganz Silber, kein helles Silber, eher ein dunkleres Grau, würde ich sagen. Und die interne Bezeichnung, nämlich LG-H955. Das ist die Bezeichnung des LG G-Flex 2 innerhalb von LG Electronics, also die Entwicklerbezeichnung. Werfen wir noch einen Blick auf die Rückseite. Dort haben wir erste technische Hinweise bzw. Features des LG G-Flex 2, unter anderem zum Display, dass wir hier ein Curved P-OLED haben mit 5,5 Zoll. Wir haben die Möglichkeit, dieses Gerät über ein Fast-Charge-System schnell zu laden und auch dieses LG G-Flex 2 hat wieder eine Wolverine-Beschichtung, eine selbstheilende Rückseite. Wie das Ganze im Detail funktioniert, das klären wir natürlich im abschließenden Review. Dann haben wir noch das Siegel, das muss gebrochen werden. Dazu nehme ich hier mein Messer, schneide das Ganze durch und öffne die Verpackung. So ist es richtig. Ziehe das Ganze nach oben und zum Vorschein kommt natürlich das eigentliche Gerät, nämlich das LG G-Flex 2. Das schauen wir uns gleich etwas genauer an. Dann werde ich auch ein paar Worte zu den technischen Spezifikationen los und wir werfen nochmal einen Blick in die restliche Verpackung. Dann haben wir logischerweise hier den Quick Start Guide. Das heißt, wir haben hier eine Kurzanleitung, wo in Deutsch und Englisch verfasst wurde, wie ich das Gerät in Betrieb setze. Das heißt, hier werdet ihr an der Hand geführt oder an die Hand genommen, wie man zum Beispiel die Micro-SIM-Karte einsetzt, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind etc. pp. Das heißt, solltet ihr euch überhaupt nicht mit einem Smartphone auskennen, so werft erstmal einen ganz kurzen Blick in diesen Quick Start Guide. Dann ein weiterer Blick offenbart natürlich die Kopfhörer. QuadBeat 2, das sind die gleichen Kopfhörer vom LG G3, haben einen recht guten Sound. Das heißt, es gibt definitiv schlechtere Kopfhörer in dieser Preisklasse. Wenn ich da zum Beispiel an die Samsung-Kopfhörer denke, die schon seit einiger Zeit bzw. seit geraumer Zeit relativ gleich sind, finde ich diese QuadBeat 2 hier durchaus besser. Dann weiterer Blick natürlich das Daten- und Ladekabel. Das heißt, auf der einen Seite, ich hoffe, ihr könnt das sehen, habe ich einen vollwertigen USB-Anschluss. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich den Micro-USB-Anschluss. Der kommt in das G-Flex 2 und damit kann ich dann das Gerät laden. Und den Netzstecker. Und dort schaue ich einfach mal nach und packe den mal aus, denn ich habe euch ja eben gerade gesagt, dass das G-Flex 2 über diese Schnellladefunktion verfügt. Und dementsprechend ist natürlich auch ein entsprechender Netzstecker vonnöten. Und wir schauen mal hier drauf und ich hoffe, ihr könnt das im Video sehen. Hier steht drauf Fast Charge. Das heißt, hier liegt definitiv der richtige Stecker bei, mit dem ich das LG G-Flex 2 dann auch richtig schnell laden kann. Das war es also mit dem Lieferumfang und dem, was in der Verpackung oder was sich in der Verpackung befindet, sodass wir natürlich jetzt zum LG G-Flex 2 übergehen. Und dort habe ich natürlich erstmal eine Schutzfolie aufgebracht und in der Regel finden wir dort einen kleinen Nippel bzw. eine kleine Lasche, wo ich das öffnen kann. Und die befindet sich oben rechts, das heißt, ich kann das Ganze hier abziehen und kann mir das erste Mal
dieses Design des G-Flex 2 etwas genauer anschauen. Und ich hoffe und ich glaube sogar, das kommt sehr gut rüber. Ihr könnt sehen, dass wir hier wirklich dieses Curved Display haben, beziehungsweise ein Curved Gehäuse. Das heißt, alles an diesem G-Flex 2 ist gebogen. Nicht nur das Display Glas auf der Oberseite, sondern auch das eigentliche Display Panel. Der Akku ist gebogen und logischerweise ist auch die Rückseite gebogen. Fangen wir mal natürlich mit der Front erstmal an. Wir haben hier auf der Front ein 5,5 Zoll großes P-OLED-Display, in diesem Fall mit einer Full-HD-Auflösung. Das heißt, wir haben 1920 mal 1080 Pixel und ich bin der Meinung, die Pixeldichte müsse um die 400 ppi liegen. Das ist ein richtig guter Wert und absolut ausreichend für Filmgenuss bzw. für das tägliche Draufschauen auf dieses Smartphone. Es gibt definitiv Smartphones, die haben eine höhere Auflösung, allerdings reicht das hier vollkommen aus. Dann haben wir im oberen Bereich noch eine Benachrichtigungs-LED. Wir haben eine Frontkamera, in diesem Fall mit 2,1 Megapixel, Annäherungssensor und Helligkeitssensor und eine Hörmuschel und das Ganze ist relativ unspektakulär gehalten. Das heißt, man sieht das Ganze fast gar nicht und muss man wirklich ganz genau hinschauen, damit man all diese Sensoren bzw. Einschlüsse auch erkennt. Im unteren Bereich haben wir dann noch das LG-Logo und keine haptischen Tasten. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss wiederum, dass sich die Tasten komplett auf dem Display befinden. Das heißt, in der unteren Zeile gehen so einige Millimeter von dem eigentlichen Display, also von den 5,5 Zoll, verschwunden. Lasst uns einen ganz kurzen Blick rund um das Gerät werfen. Auf der linken Seite haben wir rein gar nichts, das heißt keine Tasten. Im oberen Bereich, im Kopfbereich haben wir genau zwei Sachen, nämlich zum einen ein Mikrofon. Das ist das zweite Mikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung. Und dann haben wir hier noch durch einen Aufkleber geschützt den Infrarotsender. Das heißt, mit diesem Sender kann ich meine TV-Anlage, meine Set-Top-Box, mein Receiver, mein DVD-Player oder was auch immer steuern. Das heißt, dieses G-Flex 2 könnt ihr auch als Fernbedienung missbrauchen. Auf der rechten Seite haben wir lediglich im unteren Bereich einen kleinen Schlitz zum Abnehmen des Akkudeckels und im Fuß des Gerätes den Audioanschluss für die Kopfhörer, ein Mikrofon und den Micro-USB-Ladeanschluss bzw. auch den Anschluss, um Daten von A nach B zu schicken. Auf der Rückseite haben wir natürlich dann diesen Akkudeckel. Der ist hochglänzend und ihr könnt sehen, dass der sehr stark meine Fingerabdrücke annimmt. Das heißt, das sieht jetzt nicht ganz so toll aus und ich mag eigentlich auch diese hochglänzenden Oberflächen nicht, zumal der hier auch wirklich sehr fingerabdruckanfällig ist. Aber ich hoffe, ihr könnt sehen, dass dieser Akkudeckel mit so einer kleinen Riffelung versehen ist. Also sie ist nicht haptisch fühlbar, sondern wir haben hier so einen Brushed Aluminum Look. Das heißt, das sieht etwas aus wie gebürstetes Aluminium, kennt man auch schon beim LG G3. Faktisch ist es aber Kunststoff. Und Kunststoff mit dieser selbstheilenden Oberfläche, das heißt, LG Electronics hat dieses Gerät mit einer mehrschichtigen Lackierung versehen und wenn ich hier kleine Kratzer reinbringe, verschwinden die innerhalb von Sekunden, weil sich dann immer wieder neue Moleküle in diesen Kratzer hineinlegen und dieses Loch wieder stopfen. Man muss sich das so vorstellen, als wenn man kleine Farbkügelchen hätte, die nach dem Zerschneiden oder nach der Beschädigung aufplatzen und eben diesen kleinen Kratzer wieder ausfüllen. Dann haben wir im oberen Bereich die 13 Megapixel Hauptkamera, kennt man auch schon aus dem LG G3, einen zweifarbigen Blitz und den Laser Autofokus, der natürlich für ganz schnelle Auslöseverzögerung sorgen soll. Das kennt man auch schon im LG G3 und im Grunde genommen ist dieses Button Layout auf der Rückseite komplett identisch. Das heißt, ich habe auch hier die Lautstärkewippe mit Lautstärke hoch und Lautstärke herunter und im mittleren Bereich habe ich noch meinen Power Button. Den halte ich jetzt mal gedrückt, um das Gerät zu starten. Unten habe ich dann noch meinen Lautsprecher, nämlich unten links. Der ist hier verbaut worden, ein Mono-Lautsprecher, kein Stereo-Lautsprecher. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Zu den technischen Daten des LG G-Flex 2. Natürlich kommen hier Komponenten der neuesten Generation zum Einsatz, so zum Beispiel ein Snapdragon 810 aus dem Hause Qualcomm. Wir haben hier 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internen Speicher und die Möglichkeit, den Speicher nochmals via MicroSD-Karte um maximal 2 Terabyte zu erweitern. Diese Karten gibt es aktuell natürlich noch nicht. Generell ist das Gerät aber natürlich für die Zukunft damit gewappnet. Das heißt, auch in 2, 3, 4, 5 Jahren könntet ihr noch aktuelle MicroSD-Karten in dieses Gerät
einlegen. Das Gewicht bei diesem LG G-Flex 2 beträgt 152 Gramm für ein 5,5 Zoll Gerät, absolut in Ordnung, sowie oder eher gesagt sogar sehr gut. Und wenn ich vergleichbare Geräte sehe, die wiegen definitiv mehr, 10 Gramm, 20 Gramm oder auch teilweise 30 Gramm. Und bei der Dicke haben wir hier Dickenangaben von 7,1 bis 9,4 mm, je nachdem von welchem Punkt man natürlich schaut, da das Gehäuse hier so etwas curved ist. Neben dem, dass dieses Gehäuse hier so gebogen ist, besteht natürlich das Hauptaugenmerk darin, dass es auch komplett flexibel ist. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, kann ich das Gerät komplett durchdrücken und es kehrt immer wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Und um das gewährleisten zu können, müssen natürlich auch alle Komponenten flexibel sein. Das heißt, nicht nur der Akkudeckel, den ich hier über diesen kleinen Pin bzw. diesen kleinen Ausbuchtung abnehmen kann, etwas widerspenstig, sondern auch der Akku in der Rückseite, der fest verbaut wurde, ja, ist abnehmbar. Okay, die Feuerwehr wollen wir natürlich jetzt nicht anrufen, deswegen gehen wir hier oder versuchen wir hier zurückzugehen. Und wir hören, dass ich da irgendwas aktiviert habe, deswegen schalte ich das Ganze mal aus. Ja, der Akku, der ist flexibel, 3000 mAh stark ist das Ganze. Ich kann ihn allerdings nicht rausnehmen, das heißt, er ist fest verbaut. Wenn ihr den mal wechseln wollt, sofern das überhaupt möglich ist, müsstet ihr euch natürlich an LG Electronics wenden, die das dann vielleicht für euch machen. Ich sehe hier so einige Schrauben angebracht, gegebenenfalls ist das über die Entfernung dieser kleinen Schrauben machbar. Dann habe ich hier den angesprochenen Micro-SIM- und Micro-SD-Kartenslot, das heißt, über diesen SD-Kartenslot kann ich den Speicher erweitern und hier kommt dann auch eine Micro-SIM-Karte zum Einsatz. Als Betriebssystem kommt hier Android 5.0 Lollipop zum Einsatz, das heißt die neueste Android-Iteration. Und dementsprechend seid ihr natürlich auch für die Zukunft gewappnet. Und ihr könnt sehen, dass ich hier irgendeine Spracheingabe aktiviert habe, wie auch immer ich das gemacht habe. Aber natürlich, für den ersten Eindruck her macht das Gerät einen wirklich richtig guten Eindruck. Das heißt, es liegt richtig satt in der Hand. Durch die Rundung auf der Rückseite hat man ein wirklich angenehmes Feeling, wenn man es in die Hand nimmt. Und die Bedienung der rückseitigen Tasten, die kennen wir ja schon vom LG G3, die haben sich auch in der Realität bzw. in der Praxis als richtig, richtig gut erwiesen. Und die werden natürlich auch beim LG G-Flex 2 dementsprechend positiv hervorkommen. Das war's mit einem ersten Unboxing-Eindruck und auch einen Blick auf den Lieferumfang mit dem LG G-Flex 2. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich natürlich über Kommentare, Likes und auch ein Abo des Kanals freuen. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.